Ja, und ich freue mich natürlich ganz besonders. Vanessa Mai hier bei mir gerade. Das Mysterium. Hi. Wie war es für dich auf die Bühne? Ich meine, du bist natürlich absoluter Profi auf der Bühne, aber jetzt durftest du einmal maskiert singen. Wie war das? Das war schön. Ich darf es mit Herzchen jetzt abhaken, dass ich auch mal dabei sein durfte. Vielen Dank wirklich. Es hat echt viel Spaß gemacht und ich muss wirklich... Ja. Ja, genau. Applaus für alle hinter der Bühne und an alle, die es möglich machen. Also es ist so krass, da hinten, die fiebern so mit und da steckt so viel Liebe und Leidenschaft drin. Ich war sehr begeistert. Das ist wirklich, da hinten wird gezittert, mitgefiebert. Das ist so eine Family hier, ist wirklich, wirklich schön. Und du hast gerade schon gesagt, das ist halt, für mich ist es mein Job so. Natürlich bin ich noch ein bisschen nervös und kribbel und so, aber ich habe so Respekt vor allen, die hier nicht singen eigentlich und hier hingehen, sich hier hinstellen und das durchziehen. Das ist so krass. Das ist wirklich echt cool, wirklich. Richtig gut. Man muss sich ja überlegen, man macht das dann zu Hause als Nicht-Profi vielleicht unter der Dusche, vielleicht mal im Auto, aber ja, sich auf eine Bühne vor so vielen Menschen zu stellen, wenn man das nicht macht und vielleicht auch gar nicht weiß, kann ich jetzt singen, kann ich nicht singen, das ist schon eine Herausforderung. Aber du bist ja absoluter Profi. Ich finde, das hat man dann in der Performance auch schon so ein bisschen schon gesehen. Aber mit so einer großen Maske drauf. Ich habe da eben schon mal reingeguckt. Ich finde das ja total cool. Mal reinriechen? Aber es ist, ich stelle mir das schon tu's nicht sehr schwer vor. Aber da waren ja auch schon ein paar andere drunter. Ja, ne? Eben. Kurze Frage, erschnuppert man das oder wie ist das? Ja, ich habe Giovanni gerochen, habe ich das Gefühl gehabt. Sorry, Bro. Liebe Grüße. Nein, aber ja, es ist, man unterschätzt das. Es ist ja nicht, also es ist ja nicht so das Riesending hier, aber es ist schon trotzdem schwer auf dem Kopf. So, aber, also ich finde jetzt so neben dir das einmal die Hälfte von dir. Ja, das stimmt. Also, aber du hast ja auch High Heels an, ne? Damit naja. Hat sie nicht so ein bisschen was? High Heels. Ich fand, du sahst schon riesig aus. Ja, also vielleicht im Fernsehen, ich weiß nicht, wie das für euch war, aber ich bin jetzt von der Größe nicht direkt drauf gekommen. Das na, ist super, mit ein, zwei Metern. No komm, oder? Nein, ich auch nicht. Nein, Größe gar nicht. Ich war bei Vincent Weiß. aber Paulina war ja, also heute Paulina, ich muss sagen, wirklich nochmal 1A mit Sternchen. So, du bist direkt drauf gekommen, was so, also irgendwie, als, aber das Witzige war, als du gesagt hast, Vanessa Mai, war Vivian so, guck dich an, ihr Gesicht ist, das Gesicht komplett entglitten. Ich hab mich und so geärgert, weil ich kenne Vanessa, wir kennen uns so gut, wir haben schon so oft zusammen so gearbeitet. Viel gemacht. Die ganze Zeit zu ihr gesagt, ich kenne die, ich kenne sie. Hat sie, ja, und die haben ja auch gedreht, Paulina und ich. Deswegen ich da so, oh nein, das wird, glaube ich, einfach für sie. Aber das, du hast es rausgehauen und dann dachte ich, ja, genau, ja, du brauchst gar nichts mehr sagen, ja. Alles hat man dir angesehen, ich fand es aber sehr, sehr lustig. Man hat es aber auch direkt gehört. Ich fand so an der Stimme, so und von der Performance, von der Bühne. Ja, ich war so hin und her gerissen. Wir waren erst so bei dem NLX, so ein bisschen Britmath, Beyoncé, was wir euch machen. Und dann war das aber irgendwie so komisch. Und dann dachte ich, ja, haben wir gesagt, komm, wir machen es richtig. Dann würde ich sagen, nochmal einen riesengroßen Applaus für Vanessa Mai, das Mysterium. Diese Woche hast du hervorragend gemacht. Danke, danke, danke. Dankeschön. Du kannst von unseren Masken und unseren Auftritten nicht genug bekommen? Dann klicke hier. Oder abonniere doch gleich unseren Kanal, um kein einziges Video zu verpassen. Ich würde es tun, da oben. Außerdem kannst du hier nochmal alle Folgen in Ruhe auf Join ansehen.